Ja, lass. Ist ja gut jetzt. Alter, kannst du bitte... Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Ja, ich bin tot. Natürlich. Oh Mann. Zweihand-Axt. Niemand darf sie unter was, außer wenn ich es sage. Mit Geschicklichkeit, sehr interessant. Aua. Zumindest kenne ich jetzt schon den Weg. Das ist ja auch schon mal was wert. Nee, da kommen mehr mit. Oder resetten jetzt alle bis auf er. Nö. Na, was ist? Aua. Er hat den Verstand verloren. Alles ist verloren. Ah, Mann. Doch gerade echt ungünstig hier. Dann setzt die Rune in meine Rüstung ein. Ja, ich schon wieder. Füge die Rune in meine Rüstung ein. Ich will sie für mich selbst, um mich zu schützen. Ein Werkzeug des Chaos als Schutz für... Das ist ein interessantes Konzept. Wenn ich keine Waffe habe, dann... Na los. Halt in die Rüstung. Denn mein nee. Was habe ich denn hier an? Immer noch Dimension. Könnte ich da nicht schon lang dieses neue? Dämonische? Wieso? Habe ich Dimension an? Da habe ich auch Dimension an, ne? Ja. Und hier habe ich Wirkung? Nee. Und die Schuhe. Dämonisch, genau. Hier will ich's rein, danke. Physischer Schaden plus 9. Und jetzt? Muss ich doch da drunter? Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Oder muss ich da hochfahren? Muss wahrscheinlich da hoch. Servus. Wunderschön. Autsch. Oh. Ja. Okay. Okay, er hat also 3. Alles klar. Aua. Na, was ist mit deinem dritten Schlag? Au, Mann. Du hast aber auch unglaublich viel Range, oder? Bitteschön. Au. Die Waffe ist echt langsam.
Waffe ist zu langsam. So funktioniert das nicht, Leute. Da brauche ich wieder meinen... Was? Rückgratschlitzer? Nee, das da. Funktioniert besser. Ich muss zwar keine Dreier-Kombo machen. Nee, die Dreier-Kombo geht sich nicht aus. Da wird er mich immer treffen. Au. Ich werde zu gierig hier. Bitteschön, in die nächste Phase mit dir. Was war das? Ja? Hallo? Was zur Hölle? What? What? Okay. Wenn er das sagt. Was war denn das jetzt bitte? Guten Tag, Sir. Ja, komm. Nee, zwei schwere Angriffe gehen sich auch nicht aus. Zwei leichte auch nicht, weil ich wieder wegrollen muss. Vielleicht probier es doch nochmal mit der Gargoyle-Waffe da. Wenn sich sowieso nur ein Schlag ausgeht. Das ist doch Bullshit. Ah ja, mit der geht sich ein Schlag gerade so aus. Au. Macht da natürlich auch mehr Schaden, ne? Ah Mann, jetzt stell dich halt nicht so an. So schwer ist die erste Phase aber wirklich nicht. Ne, da geht sich auch kein Schlag aus. Das ist super fies. Ich habe keine Ahnung, wie ich einmal zuschlagen soll und dem dann ausweichen soll. Also echt, ich habe echt keine Ahnung. Ah, jetzt ging sie sich aus. Vielleicht die Reichweite von der Waffe auch ein bisschen ausnutzen. Muss er nicht 100% zu ihm hinlaufen? Dafür. Aua! Ups, das war voll daneben, Bro. Oh Mann. Und verkackt. Ich weiß nicht, irgendwie, manchmal sind seine Angriffe, haben sie mehr Range, manchmal nicht. Habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Ja,
Da kann ich ihn immer noch ein bisschen Schaden machen. Und jetzt muss ich irgendwie... Sollte ich mir gemerkt haben, wo diese Dinge sind, ne? Ja, hätte ich sollen. Versteh's nicht. Muss ich einfach dumm rumlaufen und ausweichen, oder was muss ich tun? Eieiei. Na, und es trifft mich trotzdem. Was soll denn das? Es ist doch... Weg, weg, weg! Oh, bitte! Das gibt's doch nicht, dass mich das immer erwischt. Wow! Vorsichtig! Oh Mann! Ich versteh's nicht. Manchmal ist er langsamer, manchmal ist er schneller. Na toll, das habe ich jetzt überhaupt nicht getroffen. Bitte, das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch... Es trifft immer. Schon mal was von Fernpost-Design gehört, weil ich meine, irgendwie ist das gerade Bullshit. To say the least. Und jetzt rollt er sich nach rechts. Gut, so wird sowieso nichts. Brauchen wir gar nicht anfangen, darüber zu reden. Nee, komm. Das ist Schwachsinn. Mit so einer langsamen Waffe kannst du es so vergessen, nicht getroffen zu werden, ohne Witz. Nee, komm. So funktioniert das ohne Probleme. Hopp. Au. Ich weiß nicht. Also, irgendwie verstehe ich den Boss nicht. Und wieso lässt es mich immer in die falsche Richtung gucken hier? Also, ich weiß nicht, was ich gegen diese Feuerschneisen machen soll, außer doof im Kreis rennen. Wenn die jetzt, wenn es davon nicht nur drei oder vier gibt, sondern die ganze Zeit kommen und da sind auch noch Gegner, keine Ahnung, wie ich die töten soll, also. Ja. Ganz davon abgesehen, dass die erste Phase einfach nur nervig ist. Die ist eigentlich nicht schwer, außer man wird ungewöhnlich, wie ich jetzt, aber an sich ist die ziemlich easy. Also ich meine, man...